Hallo zusammen. Heute möchte ich gerne über das Thema Intoleranzen oder beziehungsweise Lebensmittelunverträglichkeiten sprechen. Ja, diese zwei Begriffe, die werden oft vermischt. Die kann man auch nicht wirklich auseinandernehmen. Intoleranz, Unverträglichkeit, das ist eigentlich, naja, fast ein und derselbe, nicht Begriff, aber Beschreibung, um was es eigentlich geht. Also, dass der Körper bestimmte Lebensmittel oder beziehungsweise bestimmte Lebensmittel, Inhaltsstoffe oder Substanzen einfach nicht verträgt und deshalb auch irgendwo intolerant deswegen ist. Ne? Und ja, auch ich, mein sage ich mal, Leidensweg hat damals auch auf diesem Weg genauso begonnen, dass ich halt einfach diverse Unverträglichkeiten bzw. Intoleranzen hatte. Und die haben sich halt bei mir geäußert in Form von zum Beispiel Hautausschlägen, ja, Atemnot, Verdauungsstörungen, ja, so Allergieanfälle teilweise, ja, laufende Nase und so weiter und so fort. Also so Kleinigkeiten, aber im Gesamtpaket habe ich mich einfach nicht wohlgefühlt. Und so bin ich auch damals mit meinen, was, 27 Jahren oder so, in dieses Thema Ernährung und Gesundheit eigentlich eingestiegen. Das war so für mich der Startschuss damals. Und dann habe ich halt einfach versucht, herauszufinden, wie das alles zusammenhängt. Und nicht einfach nur mit zum Beispiel irgendwelchen Enzymtabletten das Ganze zu übertünchen. Also zum Beispiel bei einer Laktoseintoleranz, da könntest du ja auch einfach nur das Enzym Laktase zu dir nehmen und ja, deinen Körper sozusagen dann bei der Verdauung unterstützen, aber es behebt ja eigentlich nicht die Ursache, weil der Darm ist immer noch genauso ruiniert wie vorher. Genau, also eben, da habe ich mich eben mit diesem Thema beschäftigt und befasst und das ist mittlerweile auch für mich so das Grundthema, sage ich jetzt mal, also nicht Grundthema, aber Gesundheit dreht sich einfach viel um diesen Teilaspekt über die Verdauung. Es hat ja einfach viel mit der Verdauung zu tun. Ja, steigen wir mal erstmal damit ein, welche Intoleranzen gibt es denn, also die häufigsten? Es gibt natürlich diverses, also Lebensmittelunverträglichkeiten an sich gibt es diverse und sehr individuelle, aber so die häufigsten von allen sind also natürlich dann, das ist euch sicherlich auch bekannt teilweise, eben die Fructoseintoleranz, Laktoseintoleranz, Histaminintoleranz, Glutenunverträglichkeit, ja, dann auch teilweise Zucker. Aber das ist dann wieder eine andere Geschichte. Und ja, aber die Ursache von alledem ist eigentlich im Prinzip auf den Punkt gebracht immer die gleiche und dieselbe. Und hier spreche ich nur von den erworbenen Unverträglichkeiten. Also es gibt zum Beispiel die Fructoseintoleranz, die man von Geburt aus haben kann. Das ist eine sehr gefährliche Form der Fructoseintoleranz. Und da können sogar Babys teilweise, wenn man sie nicht, also diese Krankheit eigentlich nicht entdeckt, schon im Säuglingsalter, also nach ein paar Tagen sogar sterben. Also das ist was ganz anderes. Ich rede hier von erworbenen, also mit dem Alter oder halt mit den Jahren erworbenen Intoleranzen. Und allein schon dieser Fakt, dass die erworben sind, zeigt ja schon, dass irgendwo eine Ursache vorhanden sein muss und nicht einfach nur, naja, sage ich jetzt mal, die Unverträglichkeit vom Himmel gefallen ist und man muss jetzt damit leben oder so, sondern sie ist erworben, die wurde eigentlich selbstständig erzeugt durch eine falsche Haltung, also Lebensstil, Ernährung und so weiter und so fort. Und deshalb, auch da gibt es einfach Ursachen. Und wenn man daran interessiert ist, an die Ursache heranzugehen, dann kann man diese auch wieder behandeln und komplett rückgängig machen. Also so, dass der Darm sich auch komplett wieder aufbaut. Genau, also ich hatte schon ein Video gedreht über das Leaky Gut. Das siehst du hier oben in dem Video, beziehungsweise kann ich auch nochmal hier unten verlinken. Und das ist so eigentlich so der zentrale Punkt, der zentrale Kern, die zentrale Ursache, warum Intoleranzen entstehen. Also um hier einzusteigen, wäre es nicht schlecht, wenn du dieses Video auch anschauen würdest, um zu verstehen, was überhaupt ein Leaky Gut ist. Also ich werde das jetzt nicht noch einmal im Detail erklären. Also kurz gefasst handelt es sich darum, dass die Darmschleimhaut durchlässig wird. Und die Ursache dafür wiederum ist einfach die Ernährung an sich, was man alles in seinen Körper lässt. Stress spielt aber auch eine Rolle, Ängste, Sorgen, weil je nach unserer psychischen, mentalen Verfassung ist auch eben unsere Darmflora, unser Darm miteinander verbunden. Also je nachdem, wie psychisch auch stabil ich bin,
ist auch meine Verdauung dementsprechend. Also eine ungesunde Verdauung kann eben entstehen, wenn man ständig unter Stress steht, beispielsweise, oder unter Ängsten und Sorgen leidet. Das ist eine andere Form von Stress, aber es ist immer noch Stress. Das ist jetzt mal beiseite gestellt. Hier soll es um den physischen, also unseren Körper gehen, die physischen Ursachen gehen. Also solche wie eben die Ernährung. Ja, was können wir denn alles falsch machen bei der Ernährung, damit überhaupt eine Intoleranz entsteht? Ja, also natürlich spielt die Verdauung da eine große Rolle. Das heißt, die Verdauung ist gestört, zum Beispiel durch eine falsche Ernährungsweise, indem wir nicht auf unseren Körper hören. Unser Körper kann das vielleicht nicht einmal richtig verdauen. Also zum Beispiel manche, die gerne auf Rohkost umstellen und dadurch aber eigentlich mehr Schaden auch zufügen können, wenn sie Rohkost eben nicht verdauen können. Dadurch kann sich die Darmflora verändern, es können Entzündungsprozesse entstehen und dadurch eben die Darmschleimhaut beschädigt werden. Aber die häufigsten Ursachen sind eben auch Chemikalien, Medikamente. Bei Medikamenten handelt es sich hierbei hauptsächlich um Antibiotika. Antibiotika zerstört eben die gesamte Darmflora, sodass die Darmflora nicht mehr die Stoffe für uns oder das gesunde Milieu für uns produzieren kann, um die Darmschleimhaut am Funktionieren zu erhalten, im Gleichgewicht zu halten. Also Antibiotika ist hier ein ganz großer Faktor. Dann die Ernährung an sich, das sind Lebensmittel wie Weizen, Mais, also Weizen vor allem eben, oder glutenhaltige Getreide, vor allem weil halt Gluten die Darmschleimhaut reizen kann, irritieren kann. Das ist halt dann natürlich bei jedem auch unterschiedlich der Fall. Glutenunverträglichkeit kann die Ursache sein, aber ist auch zugleich eine Intoleranz bzw. eine Glutenunverträglichkeit. Also was zuerst war, also ich würde einfach sagen, zuerst war definitiv die falsche Ernährungsweise, in dem Gluten zugeführt wurde und die Darmschleimhaut entzündet und dadurch wird eine Glutenunverträglichkeit eben noch mehr verstärkt. Genau, dann natürlich auch das Thema Zucker. Also Zucker ist auch, wie soll ich sagen, ein komplettes Zerstörungsmaterial für unsere Darmflora. Und weil unsere Darmflora, eine gesunde Darmflora, die möchte eigentlich keinen Haushaltszucker oder eben Zucker in isolierter Form oder in der Menge, in der es eben im Durchschnitt verzehrt wird, sehen. Dadurch können eben eher Pilzkulturen wachsen im Darm, also vor allem hier Candida ist ein großer Kandidat, welcher sich vermehren kann. Und der Candida-Pilz, der frisst halt eben gerne Zucker, aber ist auch anwesend. Er ist auch irgendwo teilweise nützlich, jetzt sage ich mal, also nützlich, gesundheitlich nicht so förderlich, aber er ist vor allem auch gerne dann da, wenn man eine Schwermetallvergiftung hat. Er frisst zum Beispiel Quecksilber. Also ein Candida-Pilz kann sowohl ein Zeichen dafür sein, dass man eine Schwermetallvergiftung hat, aber auch, dass man sich viel zu viel von Zucker ernährt. Und wenn man Candida hat, also diesen Pilz, dann isst man aber auch sehr, sehr gerne Zucker, weil er fordert das, ne? Also er löst überhaupt diese Begierde, sage ich jetzt mal, nach Zucker überhaupt erst aus. Aber der Candida-Pilz, also der ist halt eben insoweit nicht in Ordnung, weil er eben zum einen die gesunde Darmflora schädigt, aber auch in die Darmschleimhaut eindringen kann und dadurch eben die Darmschleimhaut beschädigt und porös werden lassen kann. Genau, was noch? Ja, der Vitalstoffmangel kann auch eine Ursache sein und Nährstoffmangel kombiniert mit dem Nährstoffmangel, weil auch unsere Darmflora natürlich oder beziehungsweise unsere Darmschleimhaut, unser Darm Nährstoffe und Vitalstoffe benötigt, um gesund zu sein, um sich aufzubauen, um sich zu regenerieren, um sich zu verstoffwechseln und neu zu schaffen sozusagen, brauchen wir eben diese Vitalstoffe und Nährstoffe. Und wenn die Nahrung oder eben die Ernährungsweise so ausgerichtet ist, dass wir zu wenig davon zu uns nehmen, dann kann es eben auch zu einer nicht intakten Darmschleimhaut kommen. Genau, also das sind jetzt so die Ernährungsursachen. Verdauungsschwäche habe ich jetzt irgendwie so nebenbei genannt. Eben, das war jetzt zum Beispiel das Beispiel Rohkost, wenn man es nicht verdauen kann und zu viel zu sich nimmt, dann kann man eben auch in eine Disbalance kommen. Genau, also das sind jetzt die Ursachen an sich von der Ernährung jetzt sozusagen aufgelistet. Es gibt natürlich noch mehr.
Also Chemikalien sind da zum Beispiel auch zu nennen oder andere Medikamente. Aber eben die Intoleranzen an sich entstehen eben genau dort. Also warum? Weil wenn unser Darm nicht intakt ist, also sprechen wir zum Beispiel die Fructoseintoleranz an, die Laktoseintoleranz, dann können diese Darmzellen eben diese Enzyme, also die für die Verdauung oder die dafür verantwortlich sind, dass wir diese Stoffe überhaupt aufnehmen können, nicht mehr produziert werden. Das heißt, wir werden intolerant diesen Stoffen gegenüber, also wie zum Beispiel Fructose, Laktose, dann gibt es auch noch Galaktose und alles Mögliche oder Sorbit zum Beispiel. Und das bewirkt eben, dass diese Zucker, also wenn wir jetzt von diesen dreien sprechen, nicht aufgenommen werden können, nicht verstoffwechselt werden können und eben in den Dickdarm befördert werden können und da wiederum die Darmflora wieder ins Ungleichgewicht führen können. Also es ist wie so ein Teufelskreislauf, der sich immer mehr und mehr aufspielt und die Intoleranz dadurch immer mehr und mehr verstärkt. Aber auch Histamin ist eben eine Intoleranz, die oft auch nicht so entdeckt wird, weil die sehr so mannigfaltig ist. Also die Symptome davon können sehr, sehr verschieden sein und bei jedem sehr individuell. Also von Kopfschmerzen bis zu Verdauungsstörungen, aber auch von so einem Gefühl von sich nicht wohlfühlen. Also auch Herzrasen kann es zum Beispiel verursachen. Also es ist bei jedem sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Ursache dafür ist immer dieselbe, dass der Darm nicht intakt ist, dass die Darmflora nicht intakt ist. Ja, deshalb halt auch, ne, also um diese ganzen Zusammenhänge zu verstehen, diese Videos hängen alle miteinander zusammen. Also du kannst dir natürlich zigtausend Videos anschauen, aber eben am besten beschreibt es eben dieses Buch Ernährung verstehen, wo diese Zusammenhänge erklärt sind und wo nochmal genauer auf diese Intoleranzen eingegangen wird. Also wenn du eben bei dir eine Intoleranz vermutest und wenn du an der Ursache interessiert bist, dann wäre es eben nicht schlecht, an deine Verdauung zu denken. Also bei mir schwirrt dieses Thema gerade eben im Kopf, weil ich bin gerade an einer Vollfastenkur, an einer Heilfastenkur dran. Heute ist der vierte Tag. Und warum mache ich das? Ja, natürlich auch, um meinem Darm auch eine gewisse Ruhe wieder zu geben, zu entgiften und um sich wieder zu pushen, um einen gewissen Energielevel wieder zu erreichen. Nicht jeder muss das machen, aber das ist halt so eine Form, die man ausüben kann bei einer Intoleranz, um zum Beispiel das zu behandeln. Aber das muss nicht unbedingt sein. Also man kann auch ohne zu hungern seinen Darm wieder in Form bringen. Dazu habe ich ein anderes Buch geschrieben. Wo ist das? Ja, Frühlingsputz von innen. Das ist dieses hier, welches ich noch erweitern werde. Aber im Moment für Einsteiger eben sehr sinnvoll ist, da das Wissen zu holen, wie man seinen Darm auch wieder in Schuss bringt, also wieder ins Gleichgewicht führt, gerade bei Intoleranzen. Vor allem werden dabei auch Lebensmittel ausgeschlossen, die eben problematisch sind, also die, wo ich auch aufgeführt habe, teilweise. Und das am besten nach so einer Kur, sage ich mal, nach einer Darmkur, wo man gewisse Lebensmittel weggelassen hat, die halt Probleme verursachen können, ist es so, dass man dann ganz langsam wieder, also am besten ist man bleibt auf dieser Diät, sage ich mal, auf dieser Ausschlussdiät, also wo man diese problematischen Lebensmittel wie glutenhaltige Getreide, Milchprodukte, Soja, teilweise Eiweiß, Erdnüsse, Zucker sowieso weglässt, bei dieser Ernährungsform bleibt, sodass sich der Darm auch wirklich vollständig regenerieren und erholen kann. Dafür braucht er so, also wenn man es wirklich vollständig machen möchte, mindestens 3 bis 4 Monate. Und danach könnte man dann wieder gewisse Lebensmittel einführen, aber immer einzelne. Also wenn man jetzt zum Beispiel wieder Eier essen möchte, ob man darauf reagiert, dann führt man sie zum Beispiel wieder ein und macht dann eine Pause von 3 bis 4 Tagen, bis man ein nächstes Lebensmittel einführt und schaut, ob man in dieser Phase, wo man dieses Lebensmittel zu sich genommen hat, darauf reagiert, weiß nicht, in Form von Verschleimung zum Beispiel, also gerade bei Milchprodukten ist es ein großes Thema. Ich merke gerade selber, ich bin sowieso am Entgiften im Moment. Und auf solche Zeichen einfach achten, wie der Körper auf diese Lebensmittel dann einfach reagiert. Und durch diese Ausschlussdiät
Man muss nicht unbedingt dabei fasten, aber wenn man die Ernährung schon allein umstellt und keine problematischen Lebensmittel zu sich nimmt und die dann ganz langsam austestet sozusagen, dann kann man halt erspüren, welche Lebensmittel tun einem gut und welche nicht und die dann halt zukünftig dann auch wegzulassen. Also ein Darm kann sich wieder erholen und wenn man eine gesunde Ernährungs- und Lebensform betreibt, dann kann es auch durchaus sein, dass man nach einer gewissen Zeit diese Lebensmittel wieder verträgt, aber nicht diejenigen, die das verursacht haben. Also da spreche ich ganz groß jetzt das Thema Gluten zum Beispiel an, welches einfach eine Mitursache sein könnte. Aber zum Beispiel ein Ei oder Eier könnten dann wieder vertragen werden, weil Eier einfach nicht diese Potenz an Darmzerstörung mit sich bringen, wie jetzt zum Beispiel Weizen, welches ja eigentlich verändert ist, oder halt eben Zucker. Oder eben unvorbereitetes Getreide. Also da ist auch noch ein Aspekt, den ich vergessen habe. Unvorbereitetes Getreide und Hülsenfrüchte, die haben eine Fülle an Antinährstoffen, tragen sie mit sich, wenn sie nicht vorbereitet sind. Und diese Antinährstoffe, die können auch eben den Darm irritieren, Vitalstoffe entziehen und so weiter, die halt eben unser Gleichgewicht, unsere Darmgesundheit aus dem Gleichgewicht führen können. Also langfristig gesehen macht es natürlich Sinn, diese Ursachen wegzulassen, sonst kommt es halt ja immer wieder. Als Einstieg würde ich als die einfachste Form so eine Ausschlussdiät dann auch empfehlen, wo man halt eben diese problematischen Lebensmittel auch weglassen kann. Was man machen kann, ist natürlich diverse Tests zu machen. Beim Heilpraktiker zum Beispiel, die bieten das an. Die bieten dann auch noch weitere immunologische Tests an, also zum Beispiel IgG-Tests. Da geht es nochmal ein bisschen tiefer. Also das gibt auch einem nochmal so einen so einen Schub nochmal an Vitalität, wenn man diese gewissen Lebensmittel einfach weglässt monatelang. Also du musst es ausprobieren. Also das kann man nicht pauschal sagen. Aber eben um sich da zu orientieren, wenn du selber nicht genau weißt, woran liegt es jetzt genau, ist es eine Laktoseintoleranz, ist es eine Fructoseintoleranz, ist es eine Histaminintoleranz, ist es eine Glutenintoleranz, dann würde ich dir empfehlen, zu einem Heilpraktiker zu gehen, der diese Tests dann auch machen kann und wo du dann eben diese Lebensmittel weglassen kannst, um sie dann auch auszutesten und natürlich langfristig auf eine gesunde Ernährung umzustellen, auf eine gesunde Lebensweise, weil sonst wird es dich immer und immer wieder betreffen. Ja, Thema Ernährung verstehen. Eigentlich ist es der erste Teil von Gesundheit verstehen. Also wenn du verstehst, wie du funktionierst, wie deine Gesundheit funktioniert, dann musst du nicht immer wieder ins gleiche Fettnäpfchen treten. Genau. So, das war jetzt diesmal ein etwas längeres Video. Ich versuche mich immer etwas kürzer zu halten. Aber ja, wenn dir dieses Video gefallen hat, das war Teil 1. Es gibt noch einen zweiten Teil, den ich danach drehen werde, wo es um dasselbe Thema geht. Nee, ich glaube, ich belasse es jetzt mal dabei, weil ich habe jetzt auch schon gewisse Teilaspekte jetzt hier reingebracht, wie man das so anzugehen hat. Und ich muss jetzt nicht nochmal ein extra Video daraus machen. Genau. Also wenn dir dieses Video gefallen hat und wenn es dir geholfen hat, wenn es dich näher interessiert, übrigens, ihr könnt immer Fragen stellen, also wenn ihr irgendwie zu diesen Themen oder wie auch immer oder ein anderes Thema behandeln wollt, könnt ihr gerne hier unten in den Kommentaren auch Fragen stellen oder mir auch gerne irgendwelche Wünsche äußern, zu was ihr gerne ein Video haben möchtet. Kein Problem, ich beantworte es euch gerne. Noch ist der Kanal nicht so groß, also ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass ich darauf sehr gut eingehen werde. Und ja, dass ihr das einfach auch nutzen könnt als Tool, ne, für euch. Genau, also gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.